Kickspeed. Wickschweißen in Perfektion. In diesem Video geht es um das Kickspeed-System. Mit dem Kickspeed-System können wir den Draht mechanisch beim Schweißen hinzuführen. Das Gerät ist in 4 Varianten verfügbar. Als Continuous oder Oscillation-Variante, jeweils als Cold und Hotwire. Das Kickspeed-System kann nicht nur an Wickschweißgeräten von EWM, sondern auch mit dem passenden Adapter an Wickschweißgeräte von anderen Herstellern verwendet werden. Nicht nur das Schweißen von Stahl und Edelstahl ist hiermit möglich, sondern auch Aluminium, Kupfer oder Nickellegierung sind problemlos verschweißbar. Wir können nicht nur eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung des Drahtes, sondern auch, wie zum Beispiel das Superpulsen, das heißt, dass wir zwischen 2 verschiedenen Drahtvorschubgeschwindigkeiten arbeiten, der über den Rollentrieb ermöglicht wird. Die dritte Variante ist das Oszillieren. Beim Oszillieren fördern wir den Draht mit einer kontinuierlichen Drahtvorschubgeschwindigkeit, die durch das Bewegen des Drahtvorschubantriebs vor und zurück überlagert wird. Bei einer Hotwire-Variante ist die Heißdrahtstromquelle in das Kickspeed integriert. Dadurch kann der Draht vor Eintritt in das Schmelzbad erhitzt werden. Der Heißdrahtstrom kann ganz einfach stufenlos von 40 bis 180 Ampere verstellt werden. Mit den 15 frei programmierbaren Programmen kann man ganz einfach Parameter für unterschiedliche Anwendungen abspeichern. Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche wie den Rohrleitungs- oder Behälterbau, aber auch Dünnblechbereich, bieten wir die passenden Brenner. Die Brenner gibt es nicht nur in unterschiedlichen Größen, sondern auch in unterschiedlichen Formen, wie zum Beispiel der Comfy-Tick, der einem Mack-Brenner ähnelt. Mit der richtigen Tickspeed-Variante und dem passenden Brenner kann man eine höhere Schweißgeschwindigkeit bzw. eine höhere Abschmelzleistung erzielen.